Das hier ist das Xiaomi Mi Band 5. Es ist endlich da. Trading Shenzhen hat es mir zur Verfügung gestellt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir schauen mal, was ist in der Verpackung und was ist so mein erster Eindruck. Dann spreche ich darüber, was sind die Veränderungen. Und wir schauen uns mal an, ob die alten Zubehörsachen des Xiaomi Mi Band 4s dazu passen oder was sich da geändert hat. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven. Herzlich willkommen auf der Schmale Smart Life. Hier findet ihr alles rund um die Welt der Technik. Ihr könnt hier an meinem Arm ja sehen, ich trage das Xiaomi Mi Band 4 und das habe ich nicht nur für dieses Video hier umgelegt, sondern seit ich das Mi Band 4 Video gemacht habe, seitdem trage ich es tatsächlich auch und es ist wirklich richtig angenehm. Was mir am besten gefällt, ist, dass der Akku so lange hält und dass es halt klein, unauffällig ist und trotzdem ein Farbdisplay hat und ich war sehr gespannt auf das Mi Band 5. Wir schauen mal rein, was uns da erwartet und da werde ich mal zusehen, dass ich hier ohne Messer das Ganze aufbekomme. Gleich als erstes haben wir hier das Ladegerät. Das hat sich ja schon geändert. Das ist die erste Änderung schon zum Xiaomi Mi Band 4, denn es gibt keine Ladestation mehr. Wo habe ich denn die hier? Da haben wir sie vom Xiaomi Mi Band 4. Diese Ladestation, die ist halt nicht mehr notwendig. Es gibt dafür jetzt so einen Magneten, der andockt und dann könnt ihr damit das Ganze laden. Funktioniert meiner Meinung nach, da freue ich mich tatsächlich drauf, funktioniert bestimmt besser, denn ihr müsst halt die Uhr nicht ständig aus dem Armband befreien. Und das war wirklich lästig. Das hat mir sogar ein Armband kaputt gemacht beim Mi Band 4. So, was haben wir hier noch drin? Da ist noch eine Anleitung dabei. Und das war's. Vielleicht schauen wir uns mal die Verpackung an. Bei einem ordentlichen Unboxing gehört ja auch die Runde um die Verpackung dazu. Habe ich in meiner Aufregung hier völlig vergessen. Vorne sehen wir das Mi Band, so wie es uns erwartet, mit der großen 5, die hier drauf prangert. Und hier der Hinweis, dass es ein Mi Band ist, mit dem Xiaomi-Logo quasi, dem Xiaomi-Mi-Logo. Hier haben wir dann sehr viel chinesische Aufschrift tatsächlich. Hier ist die Rede von einem Mond mit einem Z, also sprich, ein Schlaftracker wird dabei sein. Dann haben wir hier sehr lange Energie offensichtlich. Man kann damit seine Bewegung tracken und wir haben hier auch den Akku 14, kann ich da lesen zwischen den ganzen chinesischen Zeichen. Also 14 Tage Akku werden da versprochen. Das ist leider weniger als beim Xiaomi Mi Band 4, denn dort hatte man 20 oder 21 Tage. Auf jeden Fall bei voller Leistung habe ich es alle 14 Tage geladen. Wenn hier aber von vornherein nur 14 steht, dann wird es bestimmt nicht bei voller Leistung sein. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Schaut da auf jeden Fall auch dann in mein Review, das ich in 1, 2 Wochen hochladen werde, wenn ich das halt schon so einen Augenblick getragen habe und dann wirklich sagen kann, wovon ich da rede und auch einen Erfahrungsbericht habe. Wobei, wenn ich es in 14 Tagen hochlade, vielleicht habe ich es da noch gar nicht geladen. Wir werden sehen. Ja. Schade ist, dass alles auf chinesischen Schriftzeichen ist. Man kann also wirklich sehr wenig erkennen, denn mein Chinesisch ist tatsächlich etwas eingerostet. Ich lege das mal hier so hin. So könnt ihr das trotzdem noch sehen, das Ganze. Und dann schauen wir mal hier uns das Kabel zum Laden an. Das Ladekabel ist halt jetzt so ein Dongle hier. Das finde ich, könnt ihr das sehen, ohne dass das unscharf wird? Oh, jetzt kommt Lilly. Das ist das Ladegerät mit einem USB-Stecker hier auf der anderen Seite. Und dann haben wir hier das Objekt der Begierde. Ich zeige es euch in der großen Kamera. Da ist das Xiaomi Mi Band 5. Und das hier, der erste Eindruck vom Armband ist, das ist so ein Latex-Armband, wie beim Vierer tatsächlich auch. Vielleicht ist es ein bisschen dünner. Ja, auf jeden Fall ist es so ein Latex-Armband halt wie beim Xiaomi Mi Band 4 auch. Ich würde sagen, wir werden einfach uns mal ein Handy nehmen und die Uhr hier dann damit verbinden. Jetzt hier das Handy geschnappt, da seht ihr noch die Daten meines Xiaomi Mi Band 4s und jetzt drücke ich einfach mal ganz unbedarft, hier steht immer noch irgendwas auf Chinesisch und das scheint so ein Connect-Zeichen zu sein. Da drücke ich mal einfach ganz unbedarft hier auf das Plus, drücke auf Band. Nach dem Koppeln des Gerätes werden folgende Informationen erhoben: Aktivität, Schlaf, Puls, ja super, das machen wir und dann geht
die Software in die Gerätesuche. Und hier ist irgendwas mit einem Fragezeichen und einem Haken. Mehr kann ich leider auf Chinesisch nicht lesen, aber da drücke ich einfach mal Jo. Ja, und das war offensichtlich die richtige Entscheidung. Und damit kann ich wohl auf jeden Fall mein Vierer-Armband nach über einem Jahr, natürlich hatte ich zwischendurch mal ab, aber allein schon zum Laden und zum Saubermachen, aber jetzt kann ich es wohl tatsächlich nach einem ganzen Jahr, mehr als einem Jahr, ablegen. Wir können auch gleich mal vergleichen, wie die verschiedenen Größen, wie die verschiedenen Bänder hier sind, also was sich geändert hat, das schauen wir uns mal vielleicht jetzt direkt an. Da haben wir jetzt die Gelegenheit dazu, wo ich es endlich abgenommen habe. Auf der Rückseite sehen wir bei beiden hier von oben nach unten quasi das Mi-Logo. Dann haben wir die gleichen Sensoren. Das ist eine etwas größere Einheit, ist also nicht genau die gleiche Einheit. Und unten haben wir die beiden Ladepole. Was mir halt schon auffällt, ist, dass hier so ein, ja, wie sagt man, so eine Gap ist. Da kann also Staub und alles hier rein. Natürlich ist insgesamt die Uhr dann trotzdem wasserfest, aber die Armbänder sind bei dem Viererband halt so, dass hier irgendwie noch so eine Lücke entsteht. Das ist nämlich beim Fünfer, und darauf will ich eigentlich hinaus, anders geworden. Das ist hier so eine Masse sozusagen. Also das Band ist da so drin, dass das eine Einheit darstellt. Das finde ich ganz interessant. Da sind also sehr viel weniger, deutlich weniger Ränder, deutlich weniger Lücken. Das sieht ganz gut aus. Das wirkt insgesamt tatsächlich etwas runder. Ja, also so abgerundeter. Hier ist eher so ein Deckel drauf, würde ich fast sagen. Das hier ist insgesamt runder, aber auch ein bisschen größer. Und es macht so den Eindruck, als würde es ein bisschen über das Band so rüberstehen. Gefällt mir gut. Das Display soll ja auch ein bisschen größer sein. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Insgesamt sehen die sich aber sehr, sehr ähnlich. Bandanzeigen entwerfen, ändere das Hintergrundbild und entscheide selbst, was gezeigt werden soll. Das ist natürlich ganz cool, dass ich hier offensichtlich auf dem Display verschiedene Sachen mir selber anzeigen lassen kann, so wie ich das möchte. Und das soll man wohl mit dem Finger hier direkt abändern können. Da bin ich gespannt drauf. Personalisiere Verknüpfungen. Man kann mittlerweile, das habe ich auch schon gehört, nicht nur nach oben und unten swipen, sondern halt auch nach rechts und links. Auch da bin ich gespannt drauf. Das werden aber Sachen, die werde ich im Review dann zeigen. Und man kann die mit einer Fernaufnahmesteuerung kann man die Kamera steuern und quasi über die Uhr ein Foto machen. Wobei das, ja doch, das macht Sinn, wenn ich irgendwie die Kamera auf dem Stativ habe. Ich würde sagen, wenn ich sie in der Hand habe, kann ich auch so drücken. Aber macht natürlich Sinn, wenn man es auf dem Stativ hat. 11 Arten von Aktivitäten, und das ist eine Änderung, und da komme ich mal direkt hier auf die Facecam. So, wie geht das hier? So rum. Das ist eine der Änderungen, weswegen ich die Uhr tatsächlich sehr interessant finde. Beim Mi Band 5 gibt es einige neue Aktivitäten, und was mich am meisten interessiert, ist tatsächlich, dass man Ergometer, also auch so Sachen, die man drinnen macht, dass man die besser tracken kann. Das heißt, wenn ihr auf einem Ergometer sitzt, dann konntet ihr bis jetzt immer nur Fahrradfahren anwählen, und es ist ja letztendlich kein Fahrradfahren, besonders weil halt keine Kilometer, was die GPS-Länge angeht, entstehen, und deshalb finde ich es ganz interessant, dass beim Fünferband jetzt wohl demnächst dann auch es möglich ist, auf einem Ergometer zu tracken. Da bin ich gespannt drauf, und da gibt es noch ein paar mehr Aktivitäten. Auch da werde ich in meinem Review nochmal drauf eingehen. Bin ich sehr gespannt. Und was leider tatsächlich hier beim Fünfer nicht ist, ich habe schon gesagt, ich will ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ich noch gemerkt habe, was halt hier tatsächlich nicht funktioniert in der deutschen Version, ist der NFC-Chip. Da ist kein NFC eingebaut, und was ich auch schon erfahren habe, es gibt ja wohl eine Version, die hat NFC, aber da funktioniert Google Pay trotzdem nicht drauf. Ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft, dass ich mit meiner Uhr, mit dem Mi-Band dann quasi über NFC bezahlen kann. Das wird nicht funktionieren bei dieser Version. Und was auch nicht funktioniert, ist der Amazon Echo. Ich will ihren Namen nicht sagen. Auf jeden Fall sollte das Band eigentlich sie auch steuern. Und das macht diese Version leider auch nicht. Es soll eventuell eine Pro-Version geben. Die Information kommt aber nicht von Trading Shenzhen, sondern
aus diesem Internet und eventuell kommt da also nochmal eine neuere Version, dann werde ich euch die natürlich auch auf jeden Fall hier präsentieren. Abonniert den Kanal, das ist der richtige Moment, euch darauf hinzuweisen, weil dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ich dann so ein Video hochlade und dann wisst ihr da auch gleich Bescheid. Ihr Lieben, ich habe mich entschieden, ich werde nicht hier euch großartig zeigen, wie ich die Uhr einrichte. Wir können da gerne gleich nochmal eben drauf eingehen. Ich lasse das hier so weiterlaufen. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist halt tatsächlich, wie funktionieren die Zubehöre, also wie funktionieren die alten Armbänder des Mi Band 4 zum Beispiel. Passt das? Und ich sehe da ehrlich gesagt ja schon schwarz, aber das probieren wir auf jeden Fall jetzt nochmal eben aus. Ich habe hier das Mi Band 4 und das befreie ich hier mal. Und naja, also so schlecht sieht das doch gar nicht aus mit der Chance. Wir werden mal sehen, ob das Mi Band 4 passt. Ha! Und ganz im Ernst, das passt nicht perfekt, weil hier ist so eine leichte Lücke drin. Aber insgesamt, ich bin überrascht. Ich bin überrascht und ich bin froh, das mache ich nochmal so rum. Ich bin froh, dass ich das ausprobiert habe. Ihr seht mich wirklich überrascht. Das passt. Also ihr könnt die Mi Band 4 Bänder tatsächlich benutzen. Sie passen nur oben nicht ganz so gut rein. Also hier habt ihr dann eine kleine Lücke, da passt mein Finger rein. Aber insgesamt könnt ihr euer Zubehör weiterverwenden erstmal. Das hätte ich nicht erwartet. Sehr genial. Was aber nicht funktioniert, glaube ich, das habe ich zumindest schon in einigen Videos gesehen. Es soll wohl nicht funktionieren, dass man diese Uhr hier auf das Ladegerät kriegt. Und nee, es ist tatsächlich so, da fehlt ein Millimeter. Das funktioniert nicht. Aber da ist ja sowieso das genialere Ladegerät dabei. Und das gucken wir uns hier nochmal eben an. Die Funktion Gummiband ab. Das soll halt einfach mit Magnetismus. Oh ja, hier der Huhn, der ist sehr stark tatsächlich, der Magnet. Das ist schön. Also, das Ladegerät passt Gott sei Dank nicht mehr, das alte. Es ist das neue, das jetzt hier super passt. Passt das auf das Mi Band 4? Nein, kein Magnetismus. Ihr müsstet das also die ganze Zeit festhalten dann. Dann würde das wahrscheinlich funktionieren. Aber nein, geht nicht. Aber ihr habt tatsächlich hier die bessere Aufladefunktion mittlerweile, meiner Meinung nach. Es soll ein bisschen länger dauern, das aufzuladen mit dem Ladegerät. Aber so what? Also wir sprechen hier über 2 Stunden, bis es dann voll ist und nicht mehr eine halbe Stunde. So viel Zeit hat man. Vielleicht einmal über Nacht dann nicht tracken, wäre vielleicht auch möglich. Oder wenn ihr kurz unter der Dusche seid, 2 Stunden, dann könnt ihr es dann laden. Super, also richtig genial. Und damit komme ich nochmal wieder auf die große Facecam hier. Richtig genial. Die alten Zubehör, Armbänder, die passen tatsächlich. Ihr könnt die weiter verwenden, auch wenn sie so ein bisschen eine Gap haben. Ihr solltet also vielleicht auch früh oder lang euch neue 5er-Bänder kaufen. Aber die gehen tatsächlich erstmal. Und ich glaube, das sieht man auch nicht wirklich, dass die zum 4er-Band gehören. Sie passen. Also super genial. Ich werde mich jetzt hier etwas damit beschäftigen, das Ganze nochmal einzurichten. Ich werde hier mal gucken, was ich alles für Möglichkeiten habe, was man auch an neuen Sachen da machen kann. Und dann werde ich da auf jeden Fall in einem Review drüber berichten, wenn ich halt tatsächlich ein bisschen Erfahrung damit gesammelt habe und weiß, worüber ich spreche. Das hier war der erste Eindruck. Das hier war so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und wir haben geguckt, welche Sachen, also welches Zubehör von dem Mi Band 4 noch funktioniert. Und haben tatsächlich eine Überraschung erlebt. Ich hoffe, das Ganze war etwas für euch. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video und benachrichtigt euch auch eure Freunde, wollte ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Stay smart.